In der letzten Woche vor der E3 haben wir eine News-Ausgabe mit gleich 5 Spiele-Neuankündigungen für euch. Den Anfang macht die DLC-Trilogie zu From Softwares Action-Rollenspiel Dark Souls 2. Im Juli, August und September wird jeweils eine Episode mit Zusatzinhalten erscheinen. Die 3 Download-Pakete nennen sich Crown of the Sunken King, Crown of the Iron King und Crown of the Ivory King. Wir bekommen also einen erweiterten Einblick in die royale Vergangenheit. Der erste DLC erscheint am 22. Juli für PC und Xbox 360 und einen Tag später für die PlayStation 3. Einzeln kosten die Episoden etwa 10 Euro, im Season Pass bekommt man alle 3 DLCs für knapp 25 Euro. Erinnert ihr euch noch an Homefront? Der Shooter erschien vor ungefähr 3 Jahren und schickte uns in ein von koreanischen Truppen besetztes Amerika. Die Ballerei gehörte nicht gerade zu den besten auf dem Markt, trotzdem hat sich Crytek nach der Auflösung von Publisher THQ die Rechte an der Marke gesichert. Hier ist jetzt das Ergebnis. Homefront The Revolution ist einer der neuen großen Titel, an dem die Crysis-Macher gerade werkeln. Statt lineare Shooter-Schläuche wird es im neuen Homefront eine offene Welt geben. Ein fast schon postapokalyptisches Philadelphia werden wir durchwandern, dabei schlüpfen wir in die Rolle von Ethan Grady, der unter anderem sein Smartphone nutzt, um via Sicherheitskameras koreanische Patrouillen ausfindig zu machen. Wenn ihr jetzt an Watch Dogs denkt, seid ihr damit sicher nicht allein. Ein Koop-Modus wird Homefront The Revolution ebenfalls bieten. Mit bis zu 3 Kameraden wird man seine Guerilla-Taktiken planen können. Erscheinen wird das neue Homefront für PC, Xbox One und PlayStation 4. Ein Release-Termin steht noch aus. Eine Überraschung ist es zwar nicht, trotzdem freuen wir uns über das neu angekündigte Forza Horizon 2. Microsoft setzt das Open-World-Rennspiel fort, erneut wird Horizon von Playground Games entwickelt, also zumindest die Xbox One-Version. Das Rennspiel erscheint nämlich auch für die betagte Xbox 360, dafür ist allerdings ein anderes Studio zuständig. Forza Horizon 2 spielt im südlichen Europa, erneut geht es um ein lokales Musikfestival und all den Rennspielspaß drumherum. Zu dem neuen Feature zählt ein rundum erneuertes Wettersystem und die bekannte Driver-Tag-KI aus Forza 5. Bereits im Herbst 2014 wird Forza Horizon 2 erscheinen. Und nochmal Crytek. Neben Homefront kündigte das deutsche Entwicklerstudio diese Woche noch ein weiteres Spiel an. Hunt Horrors of the Gilded Age wird ein Multiplayer-Titel in bester Left 4 Dead-Manier. Mit Freunden geht es also auf die digitale Monster Huts. Als Szenario dient eine Fantasy-Version des 18. Jahrhunderts. Mit Armbrust, Revolver, Spaten und Co. werden wir Zombies und andere Monster-Gesorgs zurück in die Gräber schicken. Die Levels werden dabei zufallsgeneriert und sollen so stets überraschen. Auf der offiziellen Homepage könnt ihr euch bereits für die Beta anmelden. Erscheinen soll Hunt Horrors of the Gilded Age dann im Herbst 2014. Lediglich die Plattformen für den Release wurden noch nicht genannt. Die letzte große Neuankündigung der Woche war brutal. Ed Boon, seines Zeichens Creative Director der NetherRealm Studios, kündigte Mortal Kombat 10 an. Ein erster CG-Trailer zeigt den Kampf zwischen Sub-Zero und Scorpion. Wirklich viele Details oder echtes Gameplay-Material gibt es noch nicht. Wir wissen nur, dass die X-Ray-Moves aus Teil 9 zurückkehren werden und dass es von jedem Charakter unterschiedliche Versionen geben wird, die sich auch verschieden spielen werden. Erscheinen soll das neue Mortal Kombat erst 2015, sowohl für Xbox One, PlayStation 4 und PC, als auch für Xbox 360 und PlayStation 3. Mehr erfahren wir nächste Woche auf der E3. Dead Rising 3 war einer der exklusiven Launch-Titel für die Xbox One. Diese Exklusivität hat nun ein Ende. Capcom kündigte die PC-Version des Zombie-Gemetzels an. Im Sommer werden wir also auch auf unserem Rechner haufenweise Untote niedermähen dürfen. Erscheinen wird die PC-Version von Dead Rising 3 via Steam. Capcom ließ außerdem verlauten, dass sich PC-Spieler auf neue Charaktertexturen und detailliertere Objekte freuen dürfen. Parallel dazu kündigte Microsoft an, dass der Xbox One-Controller ab sofort PC-kompatibel ist. Der richtige Treiber und ein entsprechendes USB-Kabel vorausgesetzt. Wenn jetzt schon so viel angekündigt wird, was erwartet uns denn erst auf der E3 2014? Das wollen wir mit euch zusammen rausfinden. Deshalb starten wir am Montag um 18 Uhr unseren großen Giga-Livestream zur E3. Da könnt ihr mit uns zusammen die großen Pressekonferenzen der E3 live verfolgen. Hier findet ihr schon jetzt den Link zum Livestream. Dort gibt es außerdem alle Informationen zu den Konferenzen von Microsoft, Sony und Co. Wenn ihr ein wenig mit uns spekulieren wollt, was denn auf der größten Spielemesse des Jahres gezeigt wird, dann hört in unsere Special-Podcasts rein. In der Road to E3 bequatschen wir alle bisherigen Infos und Gerüchte zu den E3-Plänen von Microsoft, Sony und Nintendo. Für alle News und Infos rund um die Indie-Spiele-Szene solltet ihr euch unbedingt die neue Ausgabe unseres neuen Formats Independence Play anschauen. Dort findet ihr alles Wissenswerte zu neu angekündigten oder aktuell erscheinenden Indie-Spielen.